Okay. Es hat geklingelt. Und das ist Lilly. Hallo, ich hoffe, ich störe nicht. Nö, du störst überhaupt nicht. Ich bin im Namen des Professors hier und sie macht sich nicht überall angenehm. Mein Auftrag lautet, und ich zitiere: Lilly, bringst du mir mal eben unser Wunderkind rüber? Aber bitte heute noch, wenn es geht. Zitat Ende. Ich soll dir den Weg zum Labor zeigen. Wenn du bereit bist, dann folge mir bitte. Persil? Hier ist etwas Taschengeld, aber gib nicht bitte gleich auf einmal aus. Schmeiß weg. Nein. Oh, wer ist denn diese charmante Freundin hier, Persil? Lola ist einfach herrlich. Hier trifft man lauter nette Leute. Charmant, meinen Sie mich? Wie dem auch sei, mein Name ist Lee. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Dein Großmoment ist endlich gekommen. Ich freue mich so sehr für dich. Viel Spaß auf deiner Reise mit Pepek. Passt auf euch auf. Bis bald. Deine Mutter ist wirklich sehr nett. Wir sollen uns jetzt aber langsam auf den Weg machen. Bitte folge mir. Sofort. Jetzt kommen wir auf der anderen Seite. Aber da ist ja Route 1. Hey, ich bin hier drüben. Ich komme schon. Ich komme schon. Da ist Lilly. Hi. Das Labor des Professors liegt direkt hinter dem grünen Gras dort drüben. Er meinte, umringt von wilden Pokémon, mache seine Forschungsarbeit zum Thema Attacken. Schnelle Fortschritte. Da ich selbst kein Trainer bin, trage ich immer einen Vorrat an Schutz-Items bei mir. Damit halte ich auf dem Weg zum Labor wilde Pokémon fern. Welchen, also ist ein Spitzname. Eigentlich heißt es Cosmo. Cosmo ist ein sehr seltenes Pokémon und kommt von weit, weit her. Piu. Mein kleiner Freund hier hat mir einmal aus einer äußerst missligen Lage geholfen. Er verfügt über rätselhafte Kräfte. Deshalb ist auch eine Gruppe von Leuten hinter ihm her. Und aus diesem Grund erzähle ich nur vertrauenswürdigen Leuten wie dem Professor und Inselkönig Hale von Cosmo. Bitte verrate niemandem etwas von meinem kleinen Freund oder von Ereignissen an der Hängebrücke. Kampf. Hallo, willst du auch kämpfen? Solche Stufen aus Lanze sind praktische Abkürzungen, lassen sich allerdings nur in eine Richtung gehen. Ja, da diese Stufen haben wir auf der anderen Seite gesehen. Der ist so bereit zum Kämpfen, also wollen wir gegen ihn auf jeden Fall kämpfen. Wie ist noch was mit unserem Kampf? Ich wäre gern Fetty, solange ich noch als Kind durchgehe. Sehr hetzig, der Kleine. Also wollen wir ihn mal schleunigst fertig machen hier. Der Moritz, der will uns herausfordern. Mabula. Der Mabula. Wir wissen ja, das ist vom Typ Elektro. Ich habe aber keinen Plan, ob es eine Elektroattacke auf frühen Level kann. Deswegen wechsle ich zur Sicherheit aus. Ich weiß, dass es kein Nuzlocke ist, aber ich möchte ungern, dass irgendeine meiner Pokémon stirbt oder so. Es ist ja vom. Okay, Fadenschuss. Fadenschuss. Sinkt stark. Alles klar. Also, es hat sich hier einiges geändert. Einiges. Also, ich habe nicht über das Spiel gründlich informiert. Ich habe absolut keine Ahnung, wie es in der Story abläuft, gegen wen ich etc. kämpfe hier. Wurde besiegt, das war aber nicht, aber ich habe wenigstens noch meine Jugend. Der ist doch so klein und denkt schon über seine Jugend. Alles klar. Das Leben fängt erst später richtig an.
Ein Fleckmon. Ich wusste nicht, dass man hier einen Fleckmon einfangen kann. Okay. Fleckmon fange ich auf jeden Fall. Widerhall. So war das Widerhall erlernt. Es ist speziell 40. 35. Wo kann ich denn nochmal gucken, welche Stabswerte das Pokémon hat? Ja, ich möchte gerne in den Bericht schauen. Ja. Okay, es hat definitiv mehr Angriff. Fleckmon sowieso definitiv, deswegen kann ich ruhig mit Schnabel hier angreifen. Hi. Ne, locker. Boiler. Okay, somit kommt die Überlegung näher, wieder zu gehen. Okay. Ernsthaft. Fleckmon, ernsthaft. Du zwingst dich jetzt direkt einen Pokéball zu werfen. Ich möchte nicht wechseln, weil es eventuell Aquaknarre. Ah, toll. Okay, es kann kein Aquaknarre. Das wäre viel zu viel. Es kann schon drei Attacken. Auf Level 5. Na gut, dann schläft mein Pokémon eben. Aber ich kann weitere Pokébälle werfen. Oder ich lasse ihn einfach aufwachen. Meinetwegen. Komm schon. Fleckmon, du gehörst in den Ball. Fleckmon ist zwar ein langsames Pokémon. Aber ich mag Fleckmon. Beziehungsweise ich mag Lamus. Dann ist mir keine andere Wahl. Jetzt kommt einfach ein Widerhall. Meinetwegen, das ist mir egal. Ich soll nur aufwachen und dann kann ich wieder gehen und hoffe, dass ich keinen Crit mache. Bei meinem Glück. Der will mich gleich wohl wegziehen. Es kann aber keine Angriffsattacke. Okay, wie viele Runden sind vergangen? Und wir schlafen immer noch. Okay, endlich wachen wir auf. Bitte kein Crit. Okay, gut, dass du auf Flug gegangen bist, Fleckmon. Das wäre ja sonst was gewesen. Okay, nicht auf Flucht gehen. WTF. So. Komm in den Pokéball. Wir werden jetzt sehen, ob wir jetzt ein EP-Teil automatisch gekriegt haben oder nicht. Denn ich habe nämlich gelesen, dass man irgendwo ein EP-Teil automatisch kriegt. Deswegen. Okay, den haben wir noch nicht. Fleckmon, Fleckmon. Meine Stimme ist irgendwie weg. Fleckmon. Ich dachte schon, wir können Fleckmon keinen Spitznamen geben hier. Ich nenne ihn Philipp. Lahm. Nein. ich nenne ihn auf jeden Fall Philipp. Der ist auch männlich, deswegen passt das. Also. Philipp. Namen schreiben. Schwer gemacht. Wie schreibt man denn eigentlich Philipp? So. Das war eine Geburt. Philipp wurde im Team aufgenommen. Yay. So, wir wollen alle in die Pokepause. Ja gut, kommen wir gleich mal rein. Wir regenerieren Philipp mal. Wir haben nur noch Tränke. Seit wann haben wir noch weitere Tränke gekriegt? Wir haben unterwegs ein paar Tränke aufgeschnappt. Das auf jeden Fall. Ich bin immer noch nicht dran gewöhnt, das so, hallo, so zu machen. So, Philipp haben wir jetzt Pokobause, mal gucken. Ah, perfekt, will was von uns. Philipp soll ja auch ein bisschen Zuneigung von uns kriegen. Ich meine, der sieht ja schon richtig glücklich aus.
Guck doch mal, wie glücklich der ist. Auf jeden Fall geben wir ihm auch noch was zu essen. Wir geben ihm was Blaues. Hier, das ist eine schöne Droge. So. Ich finde es gut, dass wir dadurch Paralysen vergiften heilen können. Dann brauchen wir keine Gegengifte und Paraheiler kaufen. Oder die Beeren. Du findest das Item Aufwecker. Irgendwie müssen wir nämlich alles in die bevorzugten Tasche reintun. Beziehungsweise in die Mehrzwecktasche. Ja, ich glaube, das passt so. Das wären alle Staatsveränderungen, die wir heilen brauchen. Oh. Ja. Gerne. Alola, schau mal, wie süß ein Pokémon ist. Wir haben Fleckmon, das wird schon, auch wenn es keine Attacke kann oder so. Wingull. Wir haben jetzt ein Wasser-Pokémon, wir haben jetzt ein Feuer-Pokémon, wir haben jetzt ein Flug-Pokémon. Das ist doch richtig nice. Es kann Tackle. Warum hat es kein Tackle eingesetzt? Wir gehen auf jeden Fall auf Gena und dann können wir auswechseln. Aquaknarre. Wieso gehst du auf Aquaknarre? Wieso gehst du auf Aquaknarre? Das ist mir ein Rätsel. Naja, in der Runde kann ich ja noch drinnen bleiben und auf Tackle gehen. Wir haben Tempomacher. Deswegen ist es not possible. So, wir gehen. Geh mal zu Quake. Quake soll auch ein bisschen Erfahrungspunkte kriegen. Gegner schläft ja eine Runde. Also vor Verwirrung sind wir auf jeden Fall geschützt. Das ist auf jeden Fall gut. So, dann können wir jetzt nämlich Schnabel gehen. Wir müssten Damage machen. Gegner ist schneller als wir. So. Ich bin froh, wenn Quake bald Ruckzuckieb erlernt. Das wäre nämlich ziemlich nice, wegen Step und so. Nice. Was war das denn? Sag bloß, du bist total stark. Ja, ich habe eben Fleckmon geholt. Das macht unser Team noch stärker. Das auf jeden Fall. Hallo? Wenn ich Tränen über den Weg laufe, zeige ich immer mein geliebtes Wingull. Okay. Okay. Ich finde das was hier echt. Was finden wir denn eigentlich das Pyukumuku-Pokémon? Ich kenne gerade den deutschen Namen nicht. Hallo. Wir sind jetzt den längeren Weg übergelaufen, das ist aber egal. Wie heißt das Pokémon nochmal? Hier ist es Professor Kukuis Forschungslabor. Hier kommen wir nicht durch. Ja, ja, vielleicht könntest du zu trümmern. Hallo, willst du gegen uns kämpfen? Ich habe laute Pflanzen-Pokémon in meinem Team. Damit habe ich schlechte Karten gegen Pokémon für den Typ Feuer. Was im Hilfe sind Wasser-Pokémon? Du willst nicht kämpfen? Aber ein wildes Pokémon will gegen uns kämpfen. Ein Fleckmon. Und da kommt Philipp. Philipp kann auch auf Gena gehen, das auf jeden Fall. Es ist gut zu wissen, dass Fleckmon keine Aquaknarre kann. Denn somit kann ich nämlich in der nächsten Runde auf Haley gehen und dann Schlecker einsetzen. Den Diebissner XP brauchen wir nämlich. Denn ich habe gelesen, das Spiel sollte herausfordernd sein. Deswegen will ich mich ein bisschen mehr vorbereiten, als ich es sonst täte. Dieses Effektivitätsgeräusch, das macht so ein. Hört mal genau zu. Ich glaube, deswegen ein Schlecker. Deswegen.
Ansonsten hat die das Effektivitätsgeräusch immer das gleiche oder ähnliche Geräusch. Aber es war tatsächlich die Schleckergeräusch. Nice! Ellie hat jetzt Level 10 erreicht. Und Philipp hat Level 6 erreicht. Philipp kriegt ein bisschen langsam Erfahrung bzw. Level up. Das ist kein Problem. Pokémon-Labor. Mitten am schönen Strand. Also, man muss ihm schön lassen. Okay. Sehr gut, Wuffels. Aber beim nächsten Mal bitte noch fester, hörst du? Bitte noch fester. Keine Angst, ich bin bei härteren Attacken gewohnt. Aha, ich will nicht wissen, was er nachts so rumtreibt. Wobei es jetzt im helllichen Tag ist. Bei uns ist es gerade 20.04 Uhr, hier ist es aber schon tagsüber. Oh nein, nicht schon wieder. Das ist auf jeden Fall das Pokémon-Labor. Es hat auf jeden Fall Charakter, findest du nicht auch? Und der Professor gewährt mir hier bereits seit 3 Monaten Unterschlupf. Im Gegenzug helfe ich ihm als Assistentin aus. Doch ich habe noch viel zu lernen. Wäre ich doch nur ein Trainer. Dann wäre ich dem Professor sicher eine größere Hilfe. Denke ich zumindest. Wuff, wuff! Ach ja, das war der Professor. Er betreibt in seinem Labor Praxisforschung, in Anführungsstrichen, zu bestimmten Attacken. Oh nein, das bröckelt bestimmt wieder der Putz von der Decke. Dabei kommt mein schönes weißes Kleid doch gerade erst aus der Wäsche. Hinterher ist es bestimmt wieder schmutzig und voller Löcher. Ich bin so schlecht in Kleiderflicken, dass ich mir letztlich immer ein neues kaufen muss. Aber es nützt ja nicht alles nichts. Treten wir erstmal ein. Ja, gehen wir mal in das, keine Ahnung, wie schön das Labor ist, ein. Oh, da haben wir 2 Pokémon an der linken Seite. Die beiden haben wohl Spaß. Und da ist ein Libiskus. Hey, wenn es nicht persönlich ist, danke, dass du sie abgeholt hast, Lee. Aber nicht doch, Herr Professor. Ich bin immerhin Ihre Assistentin. Außerdem stehe ich Ihre Gastfreundschaft und Hilfe tief in Ihrer Schuld. Während ich auf euch gewartet habe, hat meine Forschungsarbeit dank der erstklassigen Attacken von Wuffels riesige Fortschritte gemacht. Aber kommen wir doch zur Sache, Percy. Gib mir mal kurz dein Pokédex. Da sieht er gar nicht mal übel aus. Passt die Größe einigermaßen? Gefällt dir ein neues Zuhause? Sorry, dass du so lange darauf warten musstest. Entschuldige, Chris, aber mit wem? Du glaubst doch bestimmt, ich führe hier gerade Selbstgespräche. Was? Fehlanzeige! Ich habe mit dem Rotom gesprochen, das sich in diesem Pokédex befindet. Ein Rotom? Rotoms Körper besteht aus Plasma, weißt du. Das ermöglicht es ihm, das Innere von elektrischen Geräten zu kriechen. So kann Rotom seine Kraft voll entfalten. Von dir siehst du die Zukunft des Pokédex. Sein Gehäuse wurde speziell dafür entwickelt, dass Rotom darin hausen kann. Er ist erst komplett, wenn sich ein Rotom darin befindet. Und nur dann. Dieser Pokédex stellt gleichzeitig auch eine neue Form der Kommunikation zwischen Mensch und Pokémon dar. Er ist so neu, dass bisher nur wenige Leute einen haben. Jetzt muss ich ihn auch nur mit dem neuen Teil, das heute geliefert wurde, etwas aufmotzen. Yes, aufmotzen. So, da und dies und darum, so und fertig. Da ist Rotom. Tut mir leid, Rotom, habe ich dich erschreckt? Bzzz. Rotom, ich habe deinen geliebten Pokédex um neue Funktionen zu erweitern.
Sorry für die kurze Unterbrechung, denn es gibt gleich was zu essen bei mir zu Hause. Und deswegen, ja, fahren wir einfach mal fort. Wir sind schon bei über 20 Minuten, deswegen können wir dann noch einige Kämpfe machen und dann auch die dritte Folge beenden. Ich will, dass du Perso damit tatkräftig unterstützt. Vielleicht willst du auch was zu essen haben. Oder um es mit einem Attackennamen ausdrücken zu wollen, ich will, dass du ihre rechte Hand wirst. Warum denn nicht die linke Hand? Die linke Hand ist da auch schön. Genauso wie die rechte Hand. Nicht, Kukui? Ich meine, wenn ich Turbo Tempo einsetzen kann, kann ich auch Ruxuki einsetzen. Ist ein Heißbüschchen da? Dann mach! Ja, genau. Weil die ist noch nicht geöffnet. Ja. Siehst du, Persit? Jetzt kannst du sogar mit Rotem sprechen. Und du bist ihn anscheinend sehr sympathisch. Aber wobei soll sie genau unterstützen? Naja, Persit schließlich gerade erst nach Alola gezogen. Das in den Rotopokus integrierte Navigationssystem wird ihr dabei helfen, sich nicht zu verlaufen. Das finde ich schön. Lass uns alles geben, Rotom. Wir geben aber mal alles hier. Rotom sagt dir bestimmt immer dein nächstes Ziel auf deinem Abenteuer. Berührst du den Pokédex, erscheint darauf außerdem eine detaillierte Karte der Umgebung. Nice. Da ist ja Tali. Warst du beim Tali-Markt? Nicht zu unruhig. Seht mal, wen die Meeresbrise reingeweht hat. Ich bin's, Tali. Alles klar. Wow. Ist das geil hier. Nuffels? Keine Ahnung. Und ein Snubbull. Ist es etwa Loft? Das ist privat. Meine Devise lautet, wenn jemand in Not ist und man helfen kann, muss man tun, was man kann. Das auf jeden Fall. Das soll man auch auf jeden Fall in Wieland machen. Das sieht ihr doch bestimmt auch so, oder? Tali? Persit? Das seht ihr doch auch so, oder? Deshalb lasse ich Lee da oben mal im Loft wohnen. Also Persit, den Roboton-Pokédex lasse ich dir. Rotom, kümmere dich gut um Persit. Das ist also ein Roboton-Pokédex, Irgendwie niedlich. Kommen wir nun zur Inselwanderschaft. Das ist wichtig, also spitz die Lauscher. Stelle die Inselwanderschaft als einziges Großabenteuer mit deinem Pokémon vor. Die Kinder Alolas Reisen gehen auf die Reise, um sich am Ende als stärkster Trainer, als sogenannter Inselwanderschaftschamp zu beweisen. Auf jeder der vier Inseln von Alola gibt es einen Inselkönig bzw. eine Inselkönigin. Um von ihnen anerkannt zu werden, muss man alle 7 Prüfungen der Insel bestehen. Also wie sieht's aus, Persuit? Möchtest du gemeinsam mit Flagmon auf Inselwanderschaft gehen? Ja, ja, das will ich. Ich finde, du hast definitiv das Zeug, dazu, ein hervorragender Pokémon-Trainer zu werden. Nicht jeder kann bei seinem ersten Kampf so geschickt die Stärken seines Pokémon ausspielen wie du. Naja, also, ich weiß nicht, ich hätte gerne eine Wurst. Ja, ich bin dabei. Klasse, du tust mir einen großen Gefallen. Wenn du auf die Reise gehst und mit vielen Pokémon begegnest. Schließlich beschäftige ich mich unheimlich gerne mit Pokémon und ihren Attacken. Attacken. Gut, dann nimm das hier. Dieses Inselwanderschaftsabzeichen ist sozusagen ein Beweis für deine Teilnahme. Das habe ich von meinem Opi bekommen. Also dann, Persuit, Tali, Lilly, kommen wir zum nächsten Schritt. Der nächste Schritt. Die Trainerschule. Dort könnt ihr durch Pokémon-Kämpfe die Grundlagen des Trainerdaseins erlernen und euch weiteres Wissen aneignen. Wie sagt man so schön, es ist noch kein Inselwanderschaftschamp vom Himmel gefallen. Da hilft nur fleißig büffeln. Was hast du vor, Tali?
Ich werde mit den Pokémon spielen. Sie trainieren, meine ich. Genau. Die Inselwanderschaft. Durch sie lernen die Menschen Alolas die Welt um sich herum kennen. Hab ein Auge auf Percy, ja, Lily? Bitte kümmere dich um sie, wie sie sich ein bisschen an Ruhe gefühlt hat. Wenn du nicht mehr weiter weißt, tippe einfach auf die Mitte. Ja, wenn ich deine Hilfe brauche, auf jeden Fall. Ja. Das wissen wir. Da oben ist eigentlich privat, aber warum gehen wir denn eigentlich nach oben hin? Oh, sie hat einen Kamurks. Kamurks! Dieses Schlafplatz wird von Lily benutzt. Und wir legen uns einfach direkt hin, ohne zu fragen. Alles klar. Weh du! Ah, das heißt, das ist wie lustig? Keine Ahnung, ich habe vergessen, ja. Jetzt können wir eigentlich nach unten. Wir können tatsächlich nach unten. Da ist ein Quapuzzi. Quapuzzi! Putzi. Und hier haben wir viele Pokémon. Ah. So vorstell. Es sind über 600 Attacken bekannt. Oha. Das wissen wir alle schon. Über 600 Attacken mittlerweile. Manchmal werden Daten zur Wirkungsweise von unter Wasser eingesetzten Attacken angezeigt. Ich hoffe, er tut mit den Pokémon nichts Schlimmes. Ich denke eher nicht. Die Pokémon sind hier alle sehr freundlich, deswegen denke ich nicht. Das wäre voll ungewohnt von Professoren. Also von solchen Professoren. Will die Dame jetzt gegen mich kämpfen? Nee. Aber ein wildes Pokémon wieder mal. Hallo. Ein Wingull. Ein Wingull. Das ist egal. Ja, wir gehen auf Gena. Ich glaube, wir verfolgen einfach die letzte Strategie. Aber auch dieses Wingull geht einfach auf Ackerknabe, obwohl es nicht effektiv ist. Ich habe nämlich keine Ahnung, warum. Wahrscheinlich, weil es ihre einzige Stab-Attacke ist, die sie zur Verfügung hat. Und dann hat es noch Heuler. Wir bleiben einfach drinnen, damit der Gena in der nächsten Runde ausgelöst wird. Der Gegner schläft nämlich friedlich ein und jetzt können wir nämlich unser Pokémon hier wechseln und auf Quake gehen. Quake ist noch auf einem geringen Level, genau wie Flagmon. Deswegen ist es nicht schlecht, wenn wir die beiden mal aufleveln. So, wir gehen auf einem Schnabel. Bam. Ram, zam, bam. So, noch ein Schnabel und der Gegner. Okay, der Gegner hat überlebt. Das werden wir auf jeden Fall tanken. Oh, das tanken wir sogar echt gut. Da bin ich aber echt überrascht. Mich überrascht schon, dass Wingull auch eine gute Defensive hat. Sogar Pelipper hat eine gute Defensive. Einige Pokémon muss man echt lassen. Da können wir auf jeden Fall nicht durch. Sie will gegen mich immer nicht kämpfen. Anscheinend will sie überhaupt nicht kämpfen. Okay, die hat keine Lust mehr auf uns, aber wir können jetzt am Rande laufen, damit wir nicht von Kämpfen überrannt werden. Nicht so schnell. Aber jetzt kommt ein Kampf, auf jeden Fall. Und es kommt ein Mangunior. Oder ist ein Flagmon. Also Flagmon tankt einfach mal alles. Also auf jeden Fall, wir gehen aber nochmal auf Gena. Silberblick. Oi. Das wird nicht gut enden.
Also wir können aber auch nicht direkt auswechseln, weil wir sonst doppelten Schaden erhalten. Das wäre nicht so gut, aber wir gehen deswegen einfach mal. Ich denke auf den Heuler. Das wäre gut. Okay, auf den Silberblick. Denn somit ist ja nämlich ein Nachteil, weil wir jetzt nämlich unser Pokémon wechseln und einschlafen. Falls er nämlich irgendwie aufwacht, macht er weniger Schaden. So, wir können jetzt auf Quake gehen. So. Also Quake macht das schon. Quake macht auch guten Damage. So. Schnabel und weg. Weg mit Mangunia. So, und dann müsste er im nächsten Moment definitiv weg sein. Es sei denn, er weicht irgendwie aus irgendeinem Grund aus. 100 Genauigkeit. Philipp erreicht Level 7. Kein Akkuknarre. Irgendwann müsste er Akkuknarre erlernen. So, laut Karte ist das Ziel nämlich links. Das war zu Hause, die beiden sind wirklich nicht so weit voneinander entfernt, muss man schon sagen. Aber ich sehe ein Pokémon-Center. Bevor wir zur Trainerschule gehen, sollte ich dir wohl das Pokémon-Center zeigen. Folge mir bitte. Jo, wir folgen ihr. Jo, Pokémon-Center. Hier. Wenn du mit der Dame dort sprichst, kümmert sie sich um die verletzten Pokémon in deinem Team. Wurm uns halt, oder? Ich hingegen kann es nicht ertragen, verletzte Pokémon zu sehen. Über den PC hast du Zugriff auf das Pokémon-Lagerungssystem. Damit kannst du Pokémon ablegen oder mitnehmen. Und hier kannst du beim Pokémon-Supermarkt diverse Dinge kaufen, die sich auf deine Reise als nützlich erweisen werden. Dort sollte jeder Trainer unbedingt einmal vorbeischauen. Das werden wir gleich auch machen. Das ist der Kaffeebereich. Hier kann man sich meiner Meinung nach schön bei einem Glas frischen Kumu-Milch erholen. Übrigens unterscheidet sich das Angebot im Pokémon-Kaffeebereich von Pokémon Center zu Pokémon Center. Zumindest steht das so im Reiseführer. Dort findest du auch nicht nur Getränke, sondern auch Süßes. Ich habe gehört, dass die Angestellten auch gute Ratschläge für Trainer auf Inselwanderschaft Lager hätten. Okay, das ist nämlich richtig nice. Also gut, wir sollten uns jetzt wohl auf den Weg zur Trainerschule machen. Wenn du möchtest, kann sich die Dame dort zuerst um den Pokémon-Team kümmern. Ich möchte mich hier erstmal umsehen. Ja, dankeschön. Was möchtest du tun? Ja, etwas kaufen. Da stand eben, ich bin wunschlos glücklich. Alles klar. Ich bin auch wunschlos glücklich. Also wir können schon 99 Pokébälle holen. Wir haben echt viel Taler hier. Aber ich würde sagen, wir kaufen 43. Ja. Yeah. 43 Pokébälle. Dann, ich würde sagen, 12 Tränke. Und bla bla bla. Wir haben so viel Geld. Können wir das Geld nicht irgendwo anlegen und dafür Zinsen kriegen? Wäre das nicht eher angebrachter? Eisheiler brauchen wir nicht so viel. Dafür ist Fluchtzeug ein bisschen teuer, aber dafür. Ja, das Fluchtzeug brauchen wir auch gar nicht. So. Und Schutz 10 Stück. So, wir haben noch einiges an Geld übrig. Das werden wir wohl sparen. So. Wir sprechen erstmal mit dem logischen Professor da. Aha, über die Kommunikationsfunktion kannst du mit Freunden Pokémon tauschen. Das ist eine tolle Sache, denn es macht beiden Seiten glücklich. Ja, das stimmt. Hi. Also, es ist gerade dort 8 Uhr. Ja, es ist auch 8 Uhr. Sananasaft? 98 Poké-Dollar. Mmh, lecker.
Ah, das findet man nur in Salamabär. Das musst du unbedingt probieren. Ah, hey. Okay. Ah, eine Region. Spielt seitdem aus Strauß City. Wir kriegen so noch einen Strauß-Eis dazu. Okay. Und wir schlürfen mal. Und wir haben Pogobohnen gekriegt. Also wir werden hier echt gut durchgefüttert. Das muss man schon sagen. Hallo. Du wirkst überlegt. Aha. Das wissen wir. Können wir kostenlos heilen? Ah ja, den Jungen habe ich übersehen. Aha. Kaufen wir kaufen. Und der... Kannst... Okay, das wissen wir. Hier, wir lassen unsere Pokémon heilen. Ja, auf jeden Fall fit machen. Habe ich euch schon gesagt, dass ich das hier richtig nice finde. Diese Digitalisierung. Dass unsere Pokémon dort auf dem Display angezeigt werden. Und ja, da und da noch ein paar Werte stehen, etc. Oh, Festival Plaza und Dings haben wir gekriegt. QR-Code-Scanner, Kampfvideos. Haben wir denn jetzt auch den EP-Teil insgeheim gekriegt? Ne. Nö. Ne. Aber ich bin gespannt, wann wir das überhaupt kriegen, denn ich will es instant ausschalten. So Leute, ich würde sagen, wir gesellen uns beim Kaffee und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, wenn wir zur Trainerschule gehen, wie es auf der Karte markiert wird. Auf jeden Fall, wir sehen uns, Leute.